Komm schon. Schalte ist doch frei. Hinter dir ist ein Polizist. Jawohl. Ah, am Hubschrauber können wir nicht schießen. Das geht nicht so einfach. Ich will nicht fahren. Ah, okay, jetzt bin ich dran. Oh, ich krieg Damage. Ich krieg Damage. Das ist nicht gut eigentlich. Komm, wir schießen den Helikopter runter. Jawohl, wir haben eins um uns ausgeschossen. Stürzt er ab? Jawohl, wir haben den Piloten erwischt. Das heißt, er stürzt ab. Nice. Wieso kommt er denn nicht rein? Wieso kommt er denn nicht rein? Komm, wir haben keine Zeit mehr, Junge. Das ist schon ein geiler Schieß. Sagen wir es so. Aber wir haben keine Zeit mehr. Dann bringt es uns doch nichts. Okay. Wieso ist der jetzt vorgefahren? Komm schon, das muss doch irgendwie klappen. Ich krieg da voll Damage. Ich komme da jetzt aber auch nicht rein. Ja, okay, der hat Selbstmord begangen, das heißt. Es war wohl ein kleiner Bug oder so. Ja gut, dann müssen wir es nochmal probieren. So, schwere Panzerung und neu starten. Ich hoffe, das wird jetzt neu gestartet. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wir schütten uns nochmal Neues ein. Ladevorgang. Jawohl, schön eingeschüttet. Nichts verschüttet. Das sieht aber schlecht aus. Das sieht... Oh, doch. Wir sind nämlich gerade direkt bei den Bikes da gestartet. Das heißt jetzt eigentlich, wir müssen gar nicht mit den Bikes fahren, sondern einfach nur. Ja, wir müssen einmal auf, alle auf die Bikes. Wir müssen einmal alle auf die Bikes, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, Jungs. Akzeptiert's doch. Ich will auch dahin. Sag dich doch, das wird nicht klappen. Aber keiner hört auf mich, ne? Keiner hört auf mich. Sagte es ja. Jawohl. Jetzt können wir uns eigentlich alle
herabsetzen. Genau. Hier hoch. Hier über die Mauer. Da über die Mauer. Und da in die Wohnung eigentlich. Normalerweise. Jetzt ist er ganz alleine in die Wohnung gegangen. Wollte mich verarschen. Ah, cool. Einladung. Ich bin ja schon drin. Ich bin ja schon drin. Okay. Der andere ist auch drin. Ja. Jetzt sind alle drin. Komm. Und jetzt müssen alle in die Garage. So. Wie gerade auch. Alle wieder in das eine Auto. Ja, ich komme hier aber gerade nicht rein. Okay, jetzt komme ich gerade rein. Gut, 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 gut. Jetzt kommt er noch rein eigentlich, hoffe ich. Bitte. No, what the fuck, Alter. So, jetzt komm du noch rein. So, jetzt sind alle drin. Das heißt, wir gehen jetzt da raus. Wir fahren da raus. Und dann fahren wir ganz locker easy zum Canyon. Denn der Wagen ist gepanzert. Der Wagen ist schnell. Der Wagen hat Untergrundbeleuchtung. Und das heißt, es kann nichts schief gehen. Deswegen werden wir jetzt in die Ego-Sicht gehen. Das sieht ziemlich crazy aus. Ja, yeah, mit Zielfernrohr, Junge. Ey, Zielfernrohr. Wie die echten Gangster. Und noch so leicht schräg gehalten. Nichts kann schief gehen. Jawohl. So, 5 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Das wird locker easy gehen, denn mit so einem Auto, mit Untergrundbeleuchtung, da kann echt nichts schief gehen. Auch wenn der Typ fährt wie eine betrunkene Sau und ein bisschen leckt. Aber normalerweise sollte da nichts schief gehen. Ja gut, was soll ich jetzt machen? Nix. Deswegen schauen wir uns das, den netten Wagen einfach noch ein bisschen an. Da drauf, auf den Reifen steht Atomic. Atomic heißt Atomreifen. Das heißt, hier sind Atomen. Waffen gefährdet? Nein, Schatz. Und er ist umgekippt. Das heißt, wir werden sterben. Alle. Allesamt. Nein, werden wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, das ist voll der geile Glitch. Einfach deine so ein Penthouse kaufen. Eine unkaputtbare Karre kaufen und dann jedes Mal einfach dahin und dann weiterfahren, ne? Easy peasy, 3 Kilometer noch. Wir werden mal schauen, was für ein Radiosender wir denn hier haben. War das hier? War das hier? Nein, da war es nicht. Komm schon. Ich will ein Radiosender. Kann doch nicht wahr sein. Wir gucken uns das Auto mal von unten an. Tiefer gelegt ist nämlich auch. Und ja, so viele Polizisten hinter uns sind gar nicht mehr. Sind gar nicht mehr hinter uns. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ja gut. Dann fahren wir eben noch zum Canyon. Und dann wäre es eigentlich auch schon geschafft. So schwer war die Mission hier jetzt nicht. Wir sind zwar ein paar Mal verreckt. Haben auch nur 1 Million gekriegt. Aber dadurch, da das alles durch 4 geteilt wird, wird das wahrscheinlich 250.000 für mich bedeuten. Und das wäre gar nicht mal so schlecht. Da ich momentan nur 80.000 habe. Und so 250.000 doch schon nice wären. 600 Meter noch. Komm. Eigentlich nur noch eine scharfe Kurve, dann noch eine rechts, eine Linkskurve.
Nee, zwei Rechtskurven und eine langgezogene Linkskurve. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Komm schon. So kann man sich nämlich auch ziemlich schnell Geld cheaten. Zwar ist das kein Cheat, aber das ist schon ziemlich grenzwertig. Ja, okay, wir müssen noch durch das Ding hier fahren. Ah, nicht weit. Da müssen wir hin. Dann ist, glaube ich, zu Ende. So, 4 Minuten haben wir dafür noch Zeit für knapp 200 Meter. Stay in the car, don't get out. Stay. Na, 1 Kilometer noch. Boah, was ist da los? Ich glaube, wir müssen danach noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, wir müssen zu diesem Boot da. Wo ist denn das Boot? Dingy. Ja, das ist ein kleines Boot. Ich glaube, wir müssen daher, 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 daher und dann irgendwie noch daher. Ah. Ah, okay, hat er ja gerade gesagt, wir springen über die Klippe. Gehen raus. Zünden die Fallschirme. Steigen das Boot und fahren weg. Wir haben die Mission absolviert. Nein. Nicht runterradeln. Sehr gut. 300 Meter noch, den Berg rauf. Ich glaube, das ist echt kein Weg für ein Auto, ne? Sollten wir uns aber nochmal überdenken, ne? Ob wir das mit einem Auto machen wollen. So. Sollen wir dann jetzt raus? Okay, keiner steckt aus. Das heißt wohl, wir bleiben wohl im Wagen. Der Wagen ist ja auch noch nicht kaputt. Höchstens ein bisschen von vorne, aber ansonsten ist er echt unkaputtbar. Oh, ein kleiner Wanderer, den nehmen wir natürlich noch mit. Es wäre auch viel zu schade, wenn wir den nicht mitnehmen würden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Normalerweise wäre jetzt eigentlich jedes Auto explodiert, aber nicht das Auto. Das Auto ist unkaputtbar. Echt krass, sowas. Echt krass. So, steig in das Dingy. Das Dingy. Geil. Die haben einfach nach einem Namen für ein Boot überlegt und haben es einfach das Ding genannt, aber dann am Ende doch das Dingy. So, ja, okay. Unsere Reise ist damit beinahe vollendet. Wir sind ein bisschen nass. Das Wasser sieht jetzt auch nicht so schön aus, aber was soll's. Denn da vorne ist das Boot. Ich will nicht tauchen. Ah, deswegen. Deswegen, komm. Lass mich ein bisschen laufen. Und da ist das Boot. Wir steigen in das Boot, setzen uns hin, warten noch auf den letzten, auf Luwei 8621. Fahren los. Und? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, oder? Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr nice. Sehr nice. Diesen Glitch kann ich auch noch nicht. Einfach ein Car nehmen. Statt den Motorrädern. Ja, so kann man GTA austricksen.